Hallo und willkommen auf dem Afterbuy-Kanal. Es ist wieder soweit, der alljährliche Amazon Prime Day steht vor der Tür. Am 21. und 22. Juni findet damit eines der größten Einkaufsevents des Jahres statt. Für diejenigen von euch, die noch nicht mit dem Prime Day in Berührung gekommen sind, klären wir kurz, was dieses Event für Händler bedeutet und nennen euch die Kriterien, die ihr zur Teilnahme unbedingt erfüllen müsst. Am Ende geben wir euch noch sinnvolle Tipps, wie ihr euch am besten auf den Prime Day vorbereitet. Lasst euch mit unserer Hilfe den Umsatz am wichtigsten Amazon-Tag des Jahres nicht entgehen. Online-Händler nutzen Afterbuy, die Nummer 1 Software für erfolgreichen Online-Handel. 14 Tage kostenlos testen auf afterbuy.de. Was ist der Amazon Prime Day? Der Prime Day ist für Amazon-Händler neben dem Black Friday und dem Cyber Monday das spannendste Verkaufsevent des Jahres. Prime-Mitglieder profitieren an diesem Tag von zahlreichen Deals, besonderen Rabatten und speziellen Angeboten. Der erste Prime Day wurde 2015 zum 20-jährigen Bestehen von Amazon ins Leben gerufen. Seither ist dieser Tag fest im Kalender von Kunden und Verkäufern etabliert. Das Zeitfenster der Angebote wurde über die Jahre von anfänglich 24 Stunden bis mittlerweile 48 Stunden ausgeweitet. Wenn man es also genau nimmt, sollten wir in diesem Zusammenhang von den Amazon Prime Days sprechen. Der vergangene Prime Day musste aufgrund der Corona-Krise vom sonst üblichen Juni-Juli-Termin auf den Oktober verschoben werden. Trotzdem nahm Amazon geschätzt über 10 Milliarden US-Dollar ein. Verglichen mit der Black Week, welche 5 Tage dauert, ist dieses Event Analysten zufolge demnach sogar noch wichtiger. Für Amazon-Seller lohnt es sich daher besonders, etwas Zeit in die Vorbereitung zu investieren. Welche Kriterien ihr zur Teilnahme erfüllen müsst und was für Erkenntnisse der letzte Prime Day gebracht hat, erfahrt ihr jetzt. Blitzangebote. Dafür wurde der Prime Day gemacht. Blitzangebote sind Werbeaktionen, die für einen begrenzten Zeitraum in der Regel etwa 4 Stunden prominent auf der Amazon-Deal-Seite erscheinen und via Newsletter beworben werden. Doch aufgepasst, die Einreichung eines Blitzangebots garantiert keine Platzierung. Amazon ermittelt mit Hilfe seines Algorithmus die besten Deals aus dem Pool der Bewerbungen und ordnet sie nach Umsatzpotenzial. Angebote mit dem besten Preis, der besten Menge und dem besten Bestand werden dann mit der besten Zeit und Position auf der Amazon-Deal-Seite ausgezeichnet. Kriterien für Blitzangebote. Die Mindestanforderungen sind unterteilt in Seller und Vendor. Wir gehen an dieser Stelle nur auf die Voraussetzungen für Seller ein. Die abweichenden Bedingungen für Vendoren haben wir euch aber in der Videobeschreibung aufgeführt. Nicht jeder Seller kann die Vorteile von Blitzangeboten nutzen. Um berücksichtigt zu werden, müsst ihr mindestens die folgenden Voraussetzungen erfüllen. Ihr benötigt das Professional-Verkäuferkonto. Das Basiskonto genügt wie bei fast allen Sonderaktionen nicht. Und ihr braucht 5 Verkäuferbewertungen pro Monat und eine durchschnittliche Gesamtbewertung von mindestens 3,5 Sternen. Hierbei lohnt es sich, den Kunden über das ganze Jahr hinweg Anreize zur Bewertung eures Verkäuferkontos zu schaffen. Beispielsweise durch Rabattaktionen oder exklusiven Vorteilen. Legt euren Bestellungen einfach eine Bewertungskarte bei oder sendet euren Kunden nach Kaufabwicklung eine Aufforderung zur Bewertung zu. Auch wenn es nicht jeder Kunde nutzen wird, die vorausgesetzten 5 Bewertungen pro Monat erzielt ihr so in Handumdrehen. Darüber hinaus müsst ihr auch Produkte anbieten, die sich für Blitzangebote qualifizieren. Ob ihr solche Produkte in eurem Katalog besitzt, seht ihr, indem ihr nach Empfehlungen in eurem Blitzangebote-Dashboard sucht. Seht ihr dort keinen Eintrag, sind eure Produkte leider nicht zugelassen. Falls das der Fall ist, haben wir jetzt eine sehr gute Alternative. Alternativen zu Blitzangeboten. Ihr habt kein Produkt, das für den Amazon Prime Day geeignet ist? Kein Problem. Wir haben ein paar Tipps gesammelt, wie ihr trotzdem vom großzügigen Prime Day Traffic profitieren könnt. Amazon Coupons. Amazon-Coupons sind eine großartige Möglichkeit, die Aufmerksamkeit der Prime-Day-Schnäppchenjäger einzufangen. Käufer sind an diesem Tag sehr darauf konzentriert, günstige Angebote zu finden. Das müssen zwangsweise keine Blitzangebote sein. Nutzt Amazon-Coupons, um trotzdem Aufmerksamkeit mit dem Amazon-Rabattlabel zu erzeugen und Kunden zu gewinnen. So nutzt ihr den Traffic des Prime Days geschickt für eure eigenen Angebote aus. Coupons kennzeichnen jedes Produkt mit einem unverwechselbaren orange leuchtenden Rabattetikett, das eine hohe Sichtbarkeit garantiert und euren Kunden einen Nachlass gewährt. Die Käufer entdecken die Amazon-Coupons über folgende Wege. Auf der Amazon-Coupon-Startseite, in den Suchergebnissen, auf den Produktseiten, im Warenkorb, in eurem Amazon-Shop und in euren gesponserten Produktanzeigen. Kleiner Hinweis an der Stelle, ein Coupon wird frühestens 2 Tage nach der Erstellung aktiv. Beachtet diese Frist unbedingt bei eurer Planung. Vorbereitung auf den Amazon Prime Day.
Am Prime Day steigt die Anzahl der sogenannten New-to-Brand-Shopper, also Käufer, die eure Marke noch nicht kennen, um das Neunfache. Ihr kennt sicher das Sprichwort, es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Genau das gilt auch für den Prime Day. Wir haben für euch eine Checkliste zusammengestellt. Vor dem Prime Day empfiehlt es sich, jeden einzelnen der Punkte abhaken zu können. Erstens, Listing optimieren. Der Amazon-Algorithmus entscheidet, ob ein eingereichtes Angebot für den Amazon Prime Day zugelassen wird oder nicht. Daher ist es wichtig, vorher ein Konzept zu haben und die passenden Vorbereitungen zu treffen. Produkte, die sich gut verkaufen, haben bessere Chancen als Prime Day-Angebote ausgewählt zu werden. Legt den Fokus auf eure Bestseller. Die Showrunner stehen im Rampenlicht. Sorgt dafür, dass sie dementsprechend hell beleuchtet sind. Um dies sicherzustellen, solltet ihr eure Listings optimieren. Prüft, ob eure Titel, Aufzählungszeichen, Bilder und Beschreibungen auf dem neuesten Stand sind. Nehmt euch die Zeit und gestaltet sie so ansprechend wie möglich. Mit dem Listing steht und fällt der Erfolg. Das Team von Afterbuy unterstützt euch dabei mit dem eigenen Amazon-Lister und Vorlagen, die ihr individuell einbinden könnt. Zweitens, die richtigen Produkte auswählen. Der Amazon Prime Day lohnt sich in der Regel vor allem für Händler, die ihre eigenen Marken exklusiv anbieten. Händler, die als Wiederverkäufer dieselben Marken wie andere anbieten, haben es deutlich schwerer. Hier ist die Konkurrenz und letztlich auch die Marge zu gering, als dass sich zusätzlich hohe Rabatte, wie sie beim Prime Day nötig sind, rechnen würden. Viele Verkäufer setzen beim Prime Day auf Produkte, die sie bereits längere Zeit im Sortiment haben und von denen sie hohe Lagerbestände besitzen. Letztlich muss hier jeder Händler selbst eine Strategie festlegen, für welche Produkte er welche Rabatte und Angebote anbieten möchte. Bei der Auswahl eurer Prime Day-Artikel steht euch das Afterbuy-Statistik-Tool zur Seite. So wisst ihr immer, welches eurer Produkte das Blockbuster-Produkt ist, welches ihr bewerben solltet. Drittens. Räumt in eurem Verkäuferkonto auf. Wie bereits erwähnt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Kunden, die euch am Amazon Prime Day entdecken, das allererste Mal mit euch in Kontakt kommen. Sorgt dafür, dass ihr den bestmöglichen Eindruck vermittelt. Kümmert euch um negative Bewertungen und beantwortet alle offenen Fragen. Eine Erklärung des Händlers auf eine negative Bewertung macht einen deutlich besseren Eindruck als keine Reaktion. Viertens, checkt euren Lagerbestand besser zweimal. Keine Ware, kein Verkauf. Es klingt zwar simpel, aber selbst erfahrene Verkäufer können beim täglichen Geschäft in diese Falle tappen. Kontrolliert euren Warenbestand besser einmal zu viel als zu wenig. Falls ihr bisher keine Wawi einsetzt, solltet ihr dies so schnell wie möglich ändern. Die Afterbuy Wawi geben wir euch bereits ab 0 Euro pro Monat an die Hand. Alle Infos zur Afterbuy Wawi findet ihr wie immer in der Infobox. Jetzt, da ihr wisst, was euch erwartet, seid ihr perfekt auch auf die kommenden Verkaufsevents vorbereitet. Black Friday, Cyber Monday oder Weihnachten können euch bei Beachtung aller Punkte nicht mehr überraschen. Der Prime Day ist für viele Händler eine Möglichkeit, viele Verkäufe innerhalb kürzester Zeit zu realisieren. Allerdings dürfen die Kosten für Blitzangebote und Co. nicht ignoriert werden. Der Anstieg der Werbeausgaben wird aber durch eine signifikante Steigerung des Umsatzes übertroffen. Und jetzt seid ihr gefragt. Habt ihr bereits am Amazon Prime Day teilgenommen? Und was waren eure Erfahrungen am wichtigsten Einkaufsevent des Jahres? Schreibt uns eure Meinung bitte in die Kommentare. Neben mir ist ein weiteres Video verlinkt, welches euch ebenfalls auf Deutschlands größtem Marktplatz helfen wird. Wir wünschen euch viel Erfolg auf Amazon und bis zum nächsten Mal.